Die meisten Görlitzer kennen Reichenbach nur als die kleine Stadt, an der die B6 vorbeiführt. Dabei hat der Ort sehr viel mehr zu bieten, vor allem in sportlicher Hinsicht. So gehen mehr als 13 Kinder und Jugendliche aus Reichenbach und Umgebung regelmäßig zu einem Volleyballtraining des SV Reichenbach und powern sich dort mal so richtig aus. Dabei werden sie von Martin Heintger, einem erfahrenen Trainer im Bereich Jugendarbeit, betreut. Der Sport selbst hat dabei eine große Bedeutung für die Teilnehmer. Es ist ein Teil von meinem Leben. Also ich spiele jetzt seit fast 8 Jahren Volleyball und deswegen ist es eigentlich immer dabei. Und es ist mir sehr, sehr wichtig geworden in der Zeit. Und ja, dadurch, dass ich sehr, sehr viel trainiere in der Woche, hat es eine sehr große Bedeutung für mich. Leider gibt es für Schüler in Görlitz und der näheren Umgebung wenig Möglichkeit, Volleyball aktiv mit Gleichaltrigen zu betreiben. Das fehlende Angebot spiegelt sich dabei auch in dem Andrang auf den Reichenbacher Verein wider. Gerade im jungen Alter ist eine Mannschaftssportart aber unheimlich fördernd für Geist und Körper. Sport im jungen Alter ist wichtig, weil Bewegung grundsätzlich zu unserer Natur gehört. Was ich im jungen Alter nicht mit Freude und Begeisterung beginne, kann ich mit in der Pubertät nicht mehr aufholen. Diese Ansicht teilt auch Lutz Kühn, der Präsident des SV Reichenbach. Seiner Meinung nach verbringen Kinder und Jugendliche ohnehin sehr viel Zeit im Sitzen. Und da ist Bewegung unheimlich wichtig, um das Wachstum nicht zu beeinflussen, sondern zu unterstützen, dass alles gerade geht, dass man Krankheiten gerade am Wirbelgerüst vorbeugen kann. Einige der jungen Sportler trainieren bis zu 4-mal die Woche, wie man richtig baggert, pritscht und angreift. Um ihnen auch für Wettkämpfe die ideale Vorbereitung zu bieten, kooperiert der SV Reichenbach aktiv mit dem SV Kovec in Görlitz und dem OSC Löbau. Vor allem, weil alle Vereine stark davon profitieren. Und zwar ist es ganz einfach so, dass wir hier in unserer Region relativ strukturschwach sind. Wir von allen Kindern in den verschiedenen Altersklassen immer für eine Mannschaft meistens zu wenig haben. Und da bietet sich eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen an. Und deswegen haben wir bei den männlichen Jugendlichen bzw. Kindern eine Zusammenarbeit mit dem OSC Löbau, die da auch in den entsprechenden Altersklassen dieselben Probleme haben. Und bei den weiblichen Nachwuchsathleten haben wir eine Zusammenarbeit jetzt angestrebt mit dem SV Kovec in Görlitz, weil die jetzt im Prinzip genau vor demselben Problem stehen. Die wollen ein bisschen Volleyball spielen, haben aber zu wenig Kinder in den verschiedenen Altersklassen, sodass ein Wettkampf an sich nicht möglich wäre. Und deswegen machen wir diese Zusammenarbeit. Doch nicht der sportliche Wettbewerb allein ist Motivation für die Jugendlichen, immer wieder zum Training zu gehen. Ebenso motivieren sie Freundschaften und der Spaß am Spiel. Ich gehe zu Volleyball, weil es ziemlich in der Nähe ist und weil es macht Spaß und ich interessiere mich einfach für Volleyball. Ja, weil ich gerne Volleyball spiele, mir Spaß macht, auch in der Schule. Meine Freundin hat mich drauf gebracht. Sie spielt nämlich Volleyball und da wollte ich dann auch und es macht einfach Spaß. Natürlich gibt es auch viele andere Sportarten, welche genau die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel Fußball, der Volkssport Nummer 1 oder auch Handball. Doch Volleyball begeistert die Teilnehmer auf seine ganz eigene Art und Weise. Es ist eine Mannschaftssportart. Man muss also im Team was machen. Einer alleine funktioniert nie. Man hatte Spaß und die Verletzungsanfälligkeit ist halt am geringsten, wenn man es einigermaßen kann. Es ist faszinierend, wie besonders auch die Kleinen wachsen. Also ich habe das bei mir ja nicht wirklich mitbekommen, wie ich gewachsen bin. Aber wenn ich jetzt sehe, wie bei den Kleinen Volleyball wächst oder das halt in ihr Leben kommt, ist das richtig spannend und ist faszinierend. Und es macht mir Spaß, mit den Kleinen zu arbeiten und ja. Volleyball ist einfach eine Leidenschaft, die ein Leben lang an einem hängen bleibt. Volleyball begleitet mich schon über 30 Jahre. Ich versuche das weiterzugeben. Und meine Freizeit dazu zu investieren. Ne? Also das ist meine Passion, Volleyball. Umso wichtiger ist es, dass mehr junge Menschen an diese Sportart herangeführt werden. Und das nicht nur im obligatorischen Sportunterricht. Denn nur wo Nachwuchs ist, wird dein Sport auch weiter bestehen. Und dafür sorgt der SV Reichenbach aktuell sehr verlässlich.